Maria-Theresien-Platz. Heute Nachmittag gehen in die Leere. Ab 14 Uhr sollte hier eine Veranstaltung in Form eines Spazierganges gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden, ob das bereits die ersten Teilnehmer sind. Auch die Exekutive bereitet sich auf offensichtliche Einsätze vor. Offensichtlich macht Innenminister Karl Nehammer mit der Ankündigung der Wasserwerfer an diesem Sonntag, den 7.2. ernst. Wie man sieht, wurde der Maria-Theresien-Platz von den Exekutivbeamten gesperrt. Das heißt, es sieht ganz danach aus, als ob das massive Polizeiaufgebot hier gar keine Kundgebung zulassen möchte. Ja, und wie geht man spazieren, wenn es zu nass und zu kalt ist? Man setzt sich in den Bus oder fährt mit Autos. Beziehungsweise im Moment steht man, weil die Ampel auf Rot geschaltet ist. Also man hält sich auch brav an die Verkehrsregeln. Vorbei am Kommandofahrzeug der Polizei, wenn es dann wieder grün wird. Mehr Medienvertreter als Demonstranten, würde man schon fast sagen. Aber das kann man jetzt schwer abschätzen. Ja, wer blockiert hier wen? Eigentlich wäre es grün. Eigentlich wäre es ja grün. Aber momentan können die Autos nicht weiterfahren. So, jetzt geht's weiter mit dem Autokorso gegen die Maßnahmen der Bundesregierung. Die einen sperren den Maria-Theresien-Platz, die anderen warten, was passieren könnte. Auch die Polizei macht sich auf einen Weg, aber wohin ist hier die Frage? Durch das unfreundliche Wetter sind offensichtlich auch weit weniger Teilnehmer an diesem geplanten Spaziergang gekommen, als erwartet wurde. Die ersten Gruppen setzen sich dann jetzt schön langsam in Bewegung. Und hier sehen wir zwei Masken der anderen Art, sehr fantasievoll. Naja, es ist ja auch ein Faschingsspaziergang. Und diese Herren sind nicht verkleidet, sie sind in Dienstkleidung. Tor. Die Polizei bei einer ihrer momentan wichtigsten Tätigkeiten, sprich Ausweiskontrollen der Anwesenden. Momentaner Eindruck hier am Maria-Theresien-Platz, viel Polizeipräsenz, wenig Kundgebungsteilnehmer und daher auch eigentlich nicht viel zu erwarten. Und hier hätten wir schon eine der Kernsorgen von vielen Eltern und Verwandten. So, das war's dann wohl für heute, so wie es aussieht.